Hallo und herzlich willkommen am letzten Tag des Jahres 2019. Mein Name ist Matthias Schweighofer und ich nehme euch heute mal mit zu einem Schritt-für-Schritt-Tutorial, wo ich euch einfach mal zeige, wie man 3D-Daten erstellt und vor allem, wie man sie dann selbst in den Drucker reinbekommt, um sie perfekt nutzen zu können. Ich hatte nämlich ein Riesenproblem. Ich habe dieses Puzzle von meinem Bruderherz zum Geburtstag geschenkt bekommen, das absurdeste Teil, das jemals irgendwie produziert wurde, und es hat tatsächlich zwei Teile gefehlt. Ich gebe jetzt nicht der Firma Ravensburger die Schuld, natürlich nicht, auch wenn deren Support sofort aktiv war, nachdem das Ganze auf Instagram geteilt wurde. Also ich würde theoretisch wahrscheinlich die Teile bekommen, aber Leute auf Instagram haben dann zurückgeschrieben, haben gemeint, hey Matthias, du hast doch einen 3D-Drucker, druck dir doch deine Puzzlestücke, die fehlen, selbst. Und genau das machen wir heute. Das ist ein Thema, das hat jetzt vielleicht nicht für euch den direkten Sinn, das genauso nachzumachen, aber die Arbeitsschritte, die ich zeige, die könnt ihr perfekt für andere Sachen nutzen und dann könnt ihr wahrscheinlich auch selbst in Zukunft euch selbst solche Elemente dreidimensional erstellen, drucken und perfekt nutzen. Viel Spaß dabei. Nun gut, wie kriegen wir aber diese Teile, die jetzt fehlen, in ein 3D-Programm rein? Da gibt es jetzt verschiedenste Lösungen. Ich habe folgende genutzt. Ich habe ein leeres Blatt genommen, DIN A4 groß. Und zwar, das ist wichtig für mich, denn das DIN A4 Blatt dient mir dann am Schluss als Größenreferenz. Und ich weiß genau, wie groß ein DIN A4 Blatt ist. Und somit habe ich einfach Teile des Puzzles rausgenommen und dann mit einem sehr spitzen Bleistift einfach versucht, diese zwei Puzzlestücke nachzuzeichnen. Das Ergebnis sieht so aus und ihr seht auch schon, der hat ein Foto gemacht, ja, mit meinem Handy, und achtet darauf, wenn ihr das mit dem Handy selbst macht, versucht, das DIN A4 Blatt schön in einen Rahmen zu setzen. Das heißt, geht nicht zu nahe ran, schaut, dass das DIN A4 Blatt nicht angeschnitten ist, rundherum soll ein bisschen frei sein und somit habt ihr auch den idealen Abstand, dass ihr nicht zu viele Verzerrungen aus eurer Kamera bekommt, denn wenn ihr zu nahe mit dem Handy rangeht, kann es passieren, dass die optische Verzerrung der Linse das Ganze nicht mehr nachdruckbar macht, weil es einfach verzerrt ist. Für all diejenigen, die das Ganze jetzt in Photoshop bearbeiten können, die können jetzt ein bisschen vorspulen. Den anderen sei einfach nur gesagt, mal dieses DIN A4 Blatt, diese zwei kleinen Puzzlestücke, einfach mit einem schwarzen Edding schön aus. Ihr braucht nichts anderes als eine weiße Fläche und darauf ein schwarz liegendes Objekt. Wenn ihr das so hinbekommt, dann schafft ihr es auch in etwa das zu machen, was wir jetzt hier in Photoshop machen. Ich habe hier Photoshop geöffnet, gehe auf Neu erstellen und sage hier DIN A4. Solltet ihr das DIN A4 hier nicht sehen, könnt ihr euch entweder hier jetzt die Maße, Breite und die Höhe eintragen, alles in Millimetern, und dann auf Erstellen gehen. Oder ihr findet das Ganze wahrscheinlich, ich glaube, unter Druck oder Grafik. Hier unterhalb irgendwo müssten auf jeden Fall die DIN A4 Blätter gespeichert sein. Und es ist wichtig, dass ihr ein DIN A4 nehmt, dann passt das Referenzmaß auch ideal. Ich mache das Ganze im Hochformat, gehe auf Erstellen und habe hier mein DIN A4. Gut, jetzt mittels Drag and Drop ziehe ich mein Bild hier rein. Und stelle auch gleich fest, ja, mein DIN A4 Blatt, das ich fotografiert habe, das ist ein bisschen zu klein. Deswegen drücken wir jetzt die Tastenkombination Command T und damit haben wir das Transformieren Tool und können jetzt hier die Ecken so lange hin und her ziehen, bis unser DIN A4 Blatt einigermaßen, ich betone einigermaßen, ich habe es ja auch nicht geschafft, alles perfekt gerade zu fotografieren, aber ich in der Höhe versuche ich es so anzupassen, dass es kaum Überschneidungen gibt, und das Ganze wird bestätigt. Nun wird eine neue leere Ebene gemacht, das macht man hier unten neben dem Mülleimer. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Diese Puzzlestücke müssen mit schwarzer Farbe angemalt werden. Ihr könnt das mit Hilfe eines Pinsels machen und einer schwarzen Vordergrundfarbe. Macht die Pinselspitze hier komplett hart und dann wird das hier alles ausgemahlen. Und so würde man das eigentlich ganz gut hinbekommen. Oder ihr nehmt hier dieses Zeichenstiftwerkzeug und macht es nach einer wahrscheinlich etwas komplizierteren, aber altgewohnten Art und Weise. Und ihr zieht hier einfach eine komplette Kontur um euer ganzes Bild rum. Und am Ende sagt ihr dann, rechte Maustaste, die Auswahl bitte hier umwandeln. Und ihr macht keine weiche Kante, sondern eine harte Kante mit 100%, damit ihr an und für sich jetzt einfach nur auf dieser Ebene dann euer fertiges schwarzes Puzzlestück habt. Ganz egal, wie das Ganze jetzt entstanden ist, ob ihr das jetzt mit dem Pinsel gemacht habt oder ob ihr auch einfach kein Puzzlestück, sondern ein Logo nehmt, was auch immer, ihr braucht Folgendes. Ihr braucht das Ganze schwarz. So sieht meine Datei jetzt aus. Ich mache das Ganze testweise jetzt auch hier nur. Ich mache das Ganze hier auch nur mit dem einen Teil. Das andere kann später gemacht werden. Jetzt wird hier unsere Bildebene ausgestellt
Und das ist unsere Datei, ein DIN A4 Blatt mit einem Puzzlestück genauso groß, wie wir es vorher eben auch abgezeichnet haben. All das wird gespeichert und wir speichern das jetzt als JPEG, ohne dass wir es jetzt hier verkleinern, verringern oder wie auch immer. Das wird auf den Schreibtisch gemacht und ich nenne das jetzt hier P1, dann kenne ich mich aus und schon sind wir fertig. Solltet ihr, wie gesagt, kein Photoshop haben, dann sollte das, was ihr jetzt hier seht, genauso auf eurem weißen Blatt Papier aussehen. Damit haben wir eigentlich dasselbe Ziel erreicht. Wie ihr bis zu diesem Arbeitsschritt gekommen seid, ob händisch ausgemalt, mit Wachsmalstiften, Aquarell oder einfach wirklich in Photoshop oder anderen Programmen, die diese Art und Weise der Arbeit betätigen oder bewältigen können, ist total egal. Es geht lediglich darum, ihr braucht eine Datei, die weiß ist, mit einem schwarzen Objekt darauf, denn das kann man jetzt wunderbar in ein 3D-Objekt umwandeln. Solltet ihr das händisch haben und jetzt momentan mit dem weißen Blatt Papier dastehen, macht ein Foto von diesem Papier, dann klappt es auch. Gut. Jetzt haben wir das Bild in unserem Rechner drinnen und jetzt müssen wir auf folgende Seite gehen. Und zwar ist die www.online-convert.com. Ist eine coole Seite, kann man viele Datenformate einfach umändern. Und wir müssen hier das Image ändern. Ja, also unser Image nicht, sondern das Image, was wir eben gemacht haben. Und zwar haben wir wahrscheinlich jetzt ein JPEG und wir wollen daraus eine SVG-Datei machen. Das wird angeklickt, jetzt kommen wir auf eine neue Seite und hier sagt er, wir sollen doch bitte was hochladen. Und jetzt müssen wir unser Puzzle hier nehmen. Das wird hier reingelegt. Warte mal kurz und jetzt sagen wir einfach starten. Das, was hier unten steht, ist komplett egal. Wir starten jetzt die Konvertierung. Dauert ein paar Sekunden. Und jetzt können wir das Ganze als ZIP downloaden. Und auch das ist relativ schnell erledigt, denn das ist eine sehr, sehr kleine Datei. Weiter geht's in das nächste Online-Programm. Und dieses Online-Programm nennt sich eben Tinkercad oder Tinkercad.com. Da muss man sich anmelden, ist aber an und für sich kostenlos, also ihr müsst da nichts bezahlen. Und das ist ein 3D-Programm, das online funktioniert. Ihr könnt hier 3D-Objekte erstellen und sie so rausrechnen, dass ihr sie am Schluss dann wirklich mit eurem 3D-Drucker drucken könnt. Ist eine coole Geschichte. Als allererstes habe ich mir einfach mal eine Arbeitsfläche aufgemacht, die genauso groß ist wie die Druckplatte meines Druckers. Und das kann man hier machen bei Edit Grid ganz unten. Kann man noch einstellen, wie groß ist denn überhaupt alles, in welchen Maßeinheiten wird das Ganze gemacht. Und dann habe ich hier meine Arbeitsfläche. Weiter geht's, indem wir hier auf Importieren klicken. Und jetzt sagt uns auch schon, er kann STL, OBJ oder SVG-Files reinladen. Wir haben vorher eine STL daraus gemacht. Jetzt gehen wir hier auf Öffnen, rein in den Download. Und hier ist unser Puzzlestück. Und ihr seht, weiß ist weg, schwarz ist geblieben. Ob das jetzt blau ist oder rot ist, ist total egal. Ihr könnt das theoretisch gesehen hier farblich ändern und sagen, hey, ich möchte ein rotes Puzzlestück. Die Höhe des Puzzles passt noch nicht und wir wollen auf jeden Fall nochmal schauen, ob die Dimensionen passen. Auch hier einfach eine Schublehre nehmen und mal die Höhe bzw. auch die Breite ausrechnen und vor allem auch die Tiefe. In dem Fall ist die Höhe eigentlich das hier. Ich klicke das Objekt jetzt mal an und habe hier oben einen kleinen Button, den ich nach oben und unten ziehen kann. Ich habe aber auch hier ein kleines Feld, in dem ich eintragen kann, ja, 2 mm, sollte das Ganze dünn sein. Und damit haben wir jetzt mal die Höhe eingestellt. Und bei der Breite klicke ich hier die Ecke an und sage hier einfach meine 30, in dem Fall sind es 29,59 mm. Optimal. So, ein Puzzle hat ein bisschen ein Problem, vor allem wenn ihr ein 3D-Objekt einbaut. In meinem Fall ist es so, der erste Testprint, den ich für dieses Video gemacht habe, der war ganz leicht zu nieder. Obwohl ich genau die richtigen Maße eingegeben habe. In dem Fall ist es aber so, ihr müsst nicht ziemlich viel drucken, das dauert nicht ewig lange. Ich kann das ganze Puzzlestück jetzt einfach nur nehmen, die Shift-Taste drücken und 2 daraus machen, um ein zweites Puzzlestück in der Höhe nicht auf 2, sondern eben hier auf 2, machen wir mal 40 zum Beispiel. Ja? Und so kann ich mir mehrere verschiedene Höhen hier einfach mal einstellen, damit auch auf jeden Fall das Passende am Schluss dann rauskommt. So. Das Ganze könnt ihr, wie gesagt, auch mit Logos machen, mit Schriften, Texte, mit irgendwelchen Mustern oder vielleicht sogar mit Schmuckstücken, die ihr gescannt habt, solange sie vorher schwarz waren, umgewandelt wurden in eine STL-Datei und jetzt hier auf Importieren reingezogen wurden, könnt ihr mit diesen Daten jetzt arbeiten, wie ihr wollt. Ihr könnt die Kanten abflachen, ihr könnt Löcher reinmachen, ihr könnt weitere Elemente, die hier rechts dabei stehen, noch hinzufügen. Das bleibt natürlich jetzt euch überlassen. Ich möchte nur zeigen, wie einfach man eben solche Dateien selbst erstellt.
Das Ganze wird jetzt auf Exportieren gestellt und ich möchte das hier als STL oder ich möchte es als OBJ-Datei haben. Und jetzt haben wir es in unseren Downloads drinnen. Und jetzt liegt es an eurem 3D-Drucker, dass der das auch druckt. Ich zeige das jetzt einfach nur noch ganz schnell. Ich habe meine Dateien jetzt rüber in meinen 3D-Drucker rausgehauen. Habe ihm auch gesagt, dass ich keinen Brim haben möchte. Ich möchte, dass das Teil an und für sich aus dem Drucker rauskommt und schon voll cool passt. Ja? Deswegen einfach nur ein Skirt rum. Und dann wurde es relativ langsam gedruckt, um eine schöne Oberfläche zu bekommen. Solltet ihr die Teile am Schluss nachschleifen wollen, stellt hier in eurem 3D-Programm, in diesem Tinkercad-Programm ein, dass es ein bisschen dicker wird. Oder stellt auch bei eurem 3D-Drucker ein, dass ihr vielleicht nicht mit zwei oder mit drei finalen obersten Layern arbeitet, sondern vielleicht noch mit einem vierten. Da könnt ihr auch wieder ein bisschen runterschleifen und ihr könnt euer Puzzlestück in dem Fall dann einfach glatt machen. Und glatt heißt für mich jetzt auch, ja, ich habe sie gedruckt, ich müsste sie jetzt noch schleifen, füllern, schleifen, wobei füllern vielleicht in der Größe gar nicht so nötig ist und Gott sei Dank nur Silber lackieren. Wenn ihr jetzt ein richtiges Puzzle habt mit einem Bild drauf, dann ist dieses Tutorial vielleicht nicht so ideal. Dann schaut aber einfach bei Ravensburger auf der Internetseite vorbei oder auf Instagram, so wie mir Ravensburger es selbst auch vorgeschlagen hat. Denn da gibt es anscheinend ein Portal, wo man solche Teile nochmal nachbestellen kann und die helfen euch in dem Fall gerne auch. Das war es von meiner Seite. Ein bisschen ein Kreuzzug durch alle Programme, die ich so beherrsche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich weiß für mich, mein Puzzle kann jetzt endlich aufgehangen werden und meine Wohnung schmücken. War ein bisschen sinnlos, dieses Teil zu bauen, aber ab und zu mal muss man auch einfach sowas machen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder hier auf schweighoferart.com. Schaut natürlich auch bei mir im Onlineshop vorbei oder bei den letzten Videos, das ich irgendwo hier oben verlinkt habe. Und vor allem liked und abonniert den Kanal, dann bin ich glücklich. Peace, Love and 3D-Druck, Photoshop and out.